Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Box-Opening und einem kleinen Mini-Haul. Viel Spaß dabei! So, dann legen wir gleich mal los mit diesem schönen Gerät hier, einem Stativ. Ein günstiges Stativ, ich habe es auf eBay mir geholt. Genau, es hat hier dreimal so Clips. Das heißt, man kann es aufmachen, ausfahren. Genau, in der Mitte ist so ein Teil drin. Oben eben zum alles einzeln verstellen und für die Halterung fürs Handy. Genau, und dann zeige ich euch mal den Rest. Okay, ich habe jetzt mein Handy in das Stativ gestellt. Ich denke, ihr merkt, es wackelt nicht mehr so sehr. Jetzt wollte ich euch zeigen, was ich alles so mittlerweile wieder Neues habe. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber doch vielleicht etwas Spannendes. Einmal so einen Pulli, der ist zwar Größe. Moment, steht nirgends drauf, aber ich schätze den jetzt auf 90 herum. Ich weiß nicht, gibt es dann 92, glaube ich. Ich fand den aber recht süß. Der ist aus so ein weiches Fließmaterial, nur etwas dünner. Genau, er ist schon älter, er ist von uns, von Pombolino. Ich glaube, das ist eine Marke von Ernst & Families. Ah ja, genau, und er hat untenrum so eine braune Applikation. Ich dachte, vielleicht passt er ja mal ab hier. Als nächstes dieser süße Pulli. Da steht zwar Small Boys, 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 Small Boys drauf und es ist ein süßes Pferd drauf. Er hatte auch hier unten eine kleine Tasche. Hier. Finde ich immer ganz süß. Der ist Größe 80. Ich fand das Orange hübsch. Vielleicht passt der Pia und steht ja auch ganz gut. Dann kommen wir zu mehr oder weniger. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Das gab es vor ein paar Wochen, ein neues Puder. Davon gab es erst vor kurzem ein Video dazu. Eben ohne Talkum. Der basiert auf Weizenkleie. Fokussiere mal bitte. Nicht. Bitte. Naja, okay, will jetzt nicht. Jedenfalls, es ist das hier von Töpfer. Das ist ja so eine Naturkosmetik-Marke. Hoppla. Dann diese zwei süßen Schüchchen, die hat mir meine Schwester selbst gestrickt, zu meinem Geburtstag geschenkt. Voll herzig. Schülmädchenfarben für die kleine Emma. Dann habe ich mir von meinem Geburtstagsgeld dieses Buch gekauft. Nähen mit Jersey für Babys 44 bis 98. Babyleicht. Also es ist sehr, ich habe ein paar Videos auf YouTube angeschaut und also sie sagen alle, die Schnitte sind sehr einfach und ich dachte, ich versuche das auch mal. Wenn ich mal ein paar Sachen ausprobiert habe, werde ich euch mit Sicherheit auch ein bisschen was dazu erzählen. Genau, ich hoffe, ich finde mal Zeit dafür. Oder ich nehme euch mal mit, mal schauen. Genau, also simple Sachen, wo man immer braucht. Ich denke für später auch. So, jetzt kommt das etwas Spannendere. Ich habe mir etwas bestellt. Ich hoffe, das kommt da jetzt auch raus und nicht noch irgendwas anderes. Ich habe mir das jetzt sehr lange überlegt und überlegt. Rechnung. War ein Rückgabestein. Ich glaube nicht, dass ich das zurückgeben werde. So wie immer mit viel Werbung und Shit. Oh Gott. Kennt jemand diese Gutscheine? Da habe ich jetzt schon 5 Stück von.
Ich glaube aber kaum, dass ich das nutzen werde, weil ich es nicht einsehe. Das Essen. Oh mein Gott. Alles Mögliche. Okay, haben wir alles nicht, glaube ich. Ich habe das jetzt überhaupt gesehen. Genau. Und was meint ihr, was ist es? Und zwar, es ist eine Julius Zöllner Wickel. Auflage. Wow, voll schön. Genau, ich wollte eben so eine haben. Wie seht ihr, dass die halt so gebogen ist, wo die Kinder schön drin liegen. So, und so sieht die aus. Eigentlich wollte ich sehen, also dass die Eule auch grün ist, gibt es aber nicht, gibt ja nur blau und rosa. Na, ich gedacht, bei mir im Bad passt halt das Rosa viel besser wie das Blau und ich finde, blau ist auch einfach zu kalt. Genau, und dann habe ich gedacht, ich nehme Rosa. Ist ja nicht, das heißt ja nicht, dass das für ein Mädchen ist. Es kann ja auch neutral behandelt werden, ne? Genau. Oben eben im neutral grau, Eule. Und wenn ich das irgendwann mal, jetzt muss ich euch mal ein bisschen so runterbiegen. Genau, und wenn, ups. Und ich werde euch das dann irgendwann mal zeigen, wie das bei mir im Bad aussieht. Genau, zwei Keilmühle hier. Ich stand irgendwo, dass die recht sinnvoll sind, aber muss ich den Boden passieren. Also ist auf jeden Fall fallertfreien Startstoff gekriegt. So. Schaut, ich finde das nicht schön. Sie geht schon ein Stück rein. Ja, dann werde ich die mal testen und euch dann mal mitnehmen, wenn ich mal wieder ein Video mache. Also man kann sie auch abdecken. Genau. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.